Wir sind hier gerade im Salon 5 der Jugendredaktion von Korrektiv. Hier können Jugendliche Medienkompetenz lernen. Meiner Meinung nach ist Salon 5 was Besonderes, weil vor Salon 5 oder ja vor Salon 5 gab es nicht viele Möglichkeiten für Jugendliche. Die Idee ist, dass wir den Leuten dabei helfen wollen, jungen Menschen dabei helfen wollen, ihre eigene Stimme zu finden. Dass sie lernen, wie die sich selber einbringen können in gesellschaftliche Prozesse. Und dafür ist eben Medienarbeit extrem wichtig. Und viele Leute werden heute nicht mehr erreicht, deswegen haben wir diese Redaktion aufgebaut. Wenn man hier sozusagen tätig ist als Reporterin, dann nehmen wir halt Podcasts auf. Aber abgesehen davon lernen wir auch neue Menschen kennen, das tun wir auch. Und unterhalten uns über die neuesten Dinge oder Ideen und entwickeln auch gemeinsam Ideen, auch außerhalb, also Ideen, die wir außerhalb von Salon 5 umsetzen können. Nach dem Rückzug vom Bergbau ist hier eine große Lücke entstanden. Hier gibt es kein Kit mehr in der Gesellschaft oder der Kit wird immer brüchiger. Und dieser Kit kann wiederkommen, wenn Menschen miteinander reden. Und das wollen wir mit dieser Redaktion schaffen. Ich bin der Meinung, dass wirklich jeder einzelne Mensch, wenn man sich das so vor Augen bildlich führt, ein eigenes Potenzial mit sich bringt. Jeder Mensch ist dementsprechend mega besonders und das sollte man auf jeden Fall akzeptieren sozusagen bei jedem Menschen, wenn man, oder erkennen auch und dann halt auch ausbauen und umsetzen. Wir haben hier unfassbar viele Menschen mit unfassbar großem Potenzial und wenn wir das gehoben kriegen, können wir hier eine neue digitale Revolution starten. Und wenn das passiert, ist alles gut. Ich hoffe mal, dass die Zukunft im Ruhrgebiet bei uns liegt, hier vor allem bei Salon 5 mit uns Jugendlichen, weil ich finde einfach, das, was wir hier lernen, ist wichtig für die Zukunft. Wenn ihr als Jugendliche Bock habt, dann kommt ruhig in die Jugendredaktion in Bottrop. Hier könnt ihr vieles machen. Also, let's go!